Moin YouTuber, hier ist der Burstfilmer und Sonntag. Fürst der Finsternis. Yeah, oh Mann, ey, was für eine Lautstärke. Bei Aliens Colonial Marines Part 20 mittlerweile schon. Müsste mal sein, weil ich bin hier auf Teufelskehr, um das nochmal laut zu betonen, und ich bin gerade voll in Stimmung. Also. Du bist in Stimmung, echt? Ja, ich bin leicht deprimiert, weil Bella tot ist. Ja, was geht mich Bella an, ey? Genau, ey. Zeit für eine neue. Auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Ey, da gab's auch schon ganz schmucke Aliens, so. Kopf. Was ist hier? Oh, hier ist ein Scheiß. Yeah, Erkennungsmarke. Wuhu! Hast du geholt? Nö, aber, genau, da hinten liegt aber auf jeden Fall auch noch ein Denkser, ne? Ausrüstungsteil, oder? Weiß ich nicht. Nee, oder das kann jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, Unterschied sein. Hier ist ein Audio-Log. Ich bin Level aufgestiegen. Ja, ne? Durchs Audio-Log oder was? Keine Ahnung. Bestimmt. Wenn es Audio-Log war, dann... Ja. Pass ein bisschen auf, ne? Ich glaube, O'Neill ist scheiße drauf, weil Bella tot ist, ey. Ja, O'Neill, der hat sowieso einen Schaden. Keine Soldaten. Der rennt doch sowieso immer vorne weg, ey, als wäre er unverwundbar, aber er ist ja auch unverwundbar. Er ist definitiv unverwundbar, ey. O'Neill cheatet. Echt, ey. Was ging hier ab, ey? Okay. Gerade auf einen Kamerad geschossen. Er möge Kamerad, es mir verzeihen. Ey. Auf einen Kamerad. Oh, da kommen welche. Boah. Yeah, Mann. Hast du das Flammenrad angerichtet? Ich war das eben. Ja. Da musst du wieder eine dicke Show draus machen, ne? Zwei Gegner, ey. Und du, ey. Er ist noch ein Flammen. Was ist denn da hinten? Aber hier ist eine Tür, ne? Ich glaube, da brauchst du gar nicht hin. Ist okay. Finden Sie den gefangenen Marine. Okay. Hier ist ein Audio-Log. Erledigt sich schnell und langsam. Sie dürfen den cool. Schon zwei in der Mission. Ah, ich habe immer eine Rüstung gefunden. Du kannst doch nicht einfach hier irgendwelche Wissenschaftler erschießen, ey. Entfernt, ey. Wie geht's weiter? Machst du durch die Tür? Ist klar. Irgendwie, also, dieser Part ist sehr türenlastig, oder? Tot. Rechts ist auch alles tot. Oh, fuck, ich bin auch tot. Oh, scheiße, ich musste nachladen. Ah, ich bin tot. Fuck. Okay. Ja. Okay, da waren wir, oder ich auf jeden Fall, ich war wieder ein bisschen zu optimistisch. Ich dachte, passt schon. Vielleicht bevorzuge ich doch nochmal die Deckung. Ach, gibt es das hier? Ja. Ein ausgeklügeltes Deckungssystem. Habe ich auch schon mal was von gehört. Na, wenigstens hier ein Checkpoint. Na, vielleicht. Ah, Audio-Log. Jetzt hätten wir den nicht gerade schon gesehen. Erledigt sich schnell. Okay, Tür auf und hier. Rein in den Spaß. Wieso eigentlich? Kuscheln. Oh, ich will mit. Nee, heute nicht. Echt, nee? Mann, ich hab auch extra geduscht. Und rasiert. Ah, echt? Du hast schon Bartwuchs. Vor. Wir wachsen was? Mittlerweile Haare an Stellen, da willst du keine Haare haben. Alles klar, ey, wir wachsen also Haare an Stellen, wo eigentlich nur Frösche Haare haben, ey. Wie kommst du denn jetzt an Frösche, ey? Keine Ahnung, ey. Was ist denn das für ein Vergleich, aber ich war ja gerade irgendwie der Meinung, wir müssen auch mal Frösche mit einbeziehen. Alles klar.
Oder? Haben wir schon jemals über Frösche geredet in irgendeinem Let's Play? Ich glaube nicht. Nee, aber wir haben auch nicht über Fu und Fahrer bisher geredet. Fu und Fahrer? Oh, ich habe O'Neill weggebrannt, ey. Scheiße. Was bist du da, ey? Hat O'Neill das überlebt? Oh, krass. Alter O'Neill, ey, der alte Schummler. Der hat Gott-Mode, ey. Krass. Yeah. Ich sag doch, ey, O'Neill ist scheiße drauf, weil Bella tot ist. Ja, und jetzt macht er hier auf Kamikaze, oder wie? Ja, aber wenn er unverwundbar ist, dann kann er ja auch Kamikaze. Wo schießt ihr denn? Ich hab gar keinen Gegner, alles klar. Das ist eine ganz neue Grenze, ja, haben die jetzt schon platt gemacht. Ich bin so stolz auf euch. Oh, ich bin tot! Was ist los? Hier, wieso? Direkt bei der Medibox. Okay, weiter geht's. Ich hab alles gekillt. Alleine. Ja, du bist ja der ganz große Held. Erledigt sich schnell und leiser. Sie dürfen den Alarm nicht auslösen. Okay, nicht den Knopf drücken, das ist der Alarm. Wir sollen den Alarm nicht auslösen. Echt, ne? Schnell alle Wissenschaftler töten. Er will den Alarm auslösen! Okay. Ah, fuck. Irgendeiner hat's doch geschafft. Ah! Hä, wo kam der denn jetzt her? Ah, scheiße, ich glaube, das war ich. Ich hab dich umgebracht. Oh. Wo ist denn der Schalter? Hast du also gedrückt? Den Alarm habe ich schon ausgedrückt eben. Achso, okay. Ich stand nämlich direkt davor. Hm. Sehr gut. Okay. Ja, sehe ich auch so. Wo ist eigentlich O'Neill? Weiß ich nicht. Du rennst gerade zurück, ne? Ja, aber ich hole gerade Rüstung und... gut. Ja, Lebensenergie. Also, wir müssten jetzt wieder relativ voll aufgeladen sein. Oh, weißt du, warum das eben nicht geklappt hat? Ich habe meine Taschenlampe nicht angehabt. Echt? Warum hast du denn deine Taschenlampe nicht angehabt? Ah, sehr unprofessionell von mir. Ja, finde ich auch. Taschenlampe finde ich ganz irgendwie geil. Okay. Was geht jetzt hier ab? Oh, hier ist schon wieder Rüstung und Muni. Voll viel, ne? Irgendwie, was man so findet an Rüssi. Ja. Sehr gut. Also dafür, dass wir in Teufelskerl spielen. Oh, was ist das für ein Panzer? Heftig. Scheiße. Ah! Das Rüstung. Yeah, ich hab's gefunden. Prima. Nice. Hier ist noch mehr Rüstung. Oh, der Panzer. Wieso haben die jetzt einen Panzer? Ich will auch einen Panzer. Renn mal nicht so weit darüber, Mann. Ja, warum nicht, ey? Weil du irre bist, sind überall Gegner! Ah, Mann, er rennt wieder voll in die Haufen rein. Es sind überall Gegner. Und O'Neill geht's nicht gut. Oh, O'Neill, was ist los? Mach hier nicht schlapp, Junge. Oh, da ist einer. Läuft. Voll durchgerusht. Ein Fall, ey. Da unten sind Gegner. Shit, ich hab keine Granaten mehr. Ah, ich bin down. Helf mir mal. Hinter dir. Schnell, 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 schnell. Ich bin auch down. Scheiße. Aber wir haben, glaube ich... es müsste ein Checkpoint gewesen sein, ne? Ich hab keine Ahnung. Doch, ich denke schon. La la la, ich bin gespannt. Benutzen Sie Ihre Taschenlampe in dunklen Gebieten. Ja, das Spiel hat recht. Diesen Tipp finde ich äußerst hilfreich. Oh. Weißt du, woran ich gerade denke? An Bella. Bella Marie. Der soll die Schlagersänger werden. Oder? Ja, voll. Und Präsident. Genau. Und dann irgendwann. Oh, ich bin schon wieder tot. Scheiße, verdammt. Wo bist du denn? Hör mal auf den Vorlauf, da unten sind überall Gegner, das ist jetzt gerade beschissen. Ah, jetzt sind die von der Seite, ich bin tot. Du auch? Ja, die haben mich erschossen, weil ich dich wiederbelebt habe. Ja.
Kannst du jetzt mal bitte aufhören mit dem Durchrushen, ey? Lass mal jetzt hier ordentlich. Das Durchrushen ist hier kacke. Genau, okay, lass uns mal. Ja. In Deckung gehen, ey. Okay. Wenn du jetzt stirbst, weil du wieder vorgelaufen bist, dann nehme ich O'Neills Taktik und sag Scheiß drauf. Weißt du was? Du wirst es jetzt erleben, dass du irgendwie in kürzester Zeit draufgehen wirst. Ja, weil du mich abknallst, ne? Nee. Doch. Aber ich werde lange überleben. Achso, okay. Gut, will ich sehen. Ich mach das ja nicht für dich, ich mach das für Bella. Bella ist tot. Bella ist geil. Also du stehst auf Leichen, ja? Hallo, Bella ist noch nicht tot. Okay. Bella hat nur eine vorübergehende Schlafphase. Ich hätte eine Midlife-Crisis, ey. Genau. So, ich hab hinten alles abgeknallt, was du wieder einfach ausgelassen hast. Ich schieße ja, ich hab gerade den Panzer weggeknallt. Jetzt kommt mal die Einblendung unten. Hör zu. Ja, das hab ich gemacht. Nee, ne? Das ist einfach der nächste Punkt. Wir sollen den... Nee, ich hab den Panzer da schon weggeknallt. Der steht schon am anderen Punkt. Panzer kann man nicht abknallen. Ja, aber ich hab die Benzinladung da hochgeknallt. Da, wo es brennt. Das war ich. Stolz auf dich, ey. Ja, und ich hoffen. Oh, ich bin schon wieder tot. Ich hab gesagt, ich scheiß auf dich. Ich wusste es genau. Hier ja, muss aber man durchschleichen. Ehrlich gesagt, ich war der Meinung, es ist eine Stelle, da kann man sich gut verstecken. Aber ja, gut, ich pack. Oh, was war das, verdammt. Oh, schnell, ich bin hinter dir. Beleg mich wieder. Oh, da ist ein Gegner hinter dir. Direkt hinter dir! Ja, dann schieß ihn noch ab. Ich kann nicht, ich bin noch tot! Du bist am Leben! Du bist überhaupt tot. Oh, ja, so. Hier hinterm Felsen, genau da wollte ich auch hin. Hier hinterm Felsen ist sicher. Ich bin tot. Ah. Oh, fuck, ey. Was gehst du mir tot? Ja, komm, würde ich voll überrannt. Zurück hinterm Felsen ist sicher, das weiß ich. Oh, was schießen hier immer Granaten, verdammt, ey? Was ist das für Müll? Alter. Und ich glaube, wir müssen gleich nach rechts oben. Ja, ja, aber ja, von rechts oben kommen auch noch 2-3 Typen angerannt. Wir nehmen den Panzer. Kannst du mal aufhören zu spoilern, so zu tun, als wenn du das hier schon kennst, ey. Ja, ich kenne das ja hier auch schon auch, weil ich das schon mal echt gedaddelt habe hier. Ah, ich bin schon wieder tot hinter dir. Oh, ich nein! Bin auch tot. Nein. Die Stellung ist voll beschissen hier. Okay, wir gehen jetzt mal ganz ernsthaft an die Sache ran. Nein. Denn wir spielen im Teufelskern. Das ist langsam aber auch keine Ausrede mehr, ne? Irgendwie schon, hast du auch recht. Irgendwie haben wir jetzt echt schon ganz schön verschissen, ey, die letzten. Schon das dritte Mal neu laden, oder? Ich glaub schon, ne? Oh nee, jetzt haben wir schon wieder hier, ey. Jetzt geht aber, Alter. Ne? So, erstmal hier unten die. Auf der rechten Seite sind welche, die müssen erstmal weg, die knallen sonst in den Rücken. Ja, ich gehe jetzt schon mal oben auf die Brücke und knall den Panzer zurück. Mann! So. Ja. Alle tot. Hab alle unten abgeknallt. Die Einblendung, das war ich wieder. Nö! Ja, du hast die Welt gerettet. Und jetzt echt, ich glaube am besten ist es echt hinter diesem Brocken zu rennen da. Also sich rechts. Ich würde sagen, einfach in Deckung bleiben, sprinten, scheißegal wo. Ich sprinte hier rechts mit zu dem Felsen. Ja, ich bin dahinter. Und hier ist gut. Hier kann man richtig gut abknallen. Da kommen die gleich angelaufen. Ja, komm ich. Also ich kann dir nur meine Position empfehlen. Ja, ja. Aber wenn du meinst, du bist anderer Meinung, dann... Ich bin immer anderer Meinung. Ja, das weiß ich. Aus Prinzip, ey. Aus Prinzip? Ja, ich habe aber eine richtig gute Position hier, ey. Ah. Oh, ich stehe dir wieder auf. Ich wag mich jetzt mal weiter nach vorne. Boah, der Panzer schießt auf mich. Mann, geh mal aus dem Weg, ey. Oh, fuck. Oh, du bist ja auch da. Okay, alles klar. Mach schnell. Ich lade die Daten gerade herunter. Ja, ne? Mach schnell. Oh, komm mal da oben, komm mal da oben. Siehst du das? Jetzt, ja, jetzt ich geht bin, dieser ich bin Container geht über den Panzer, ne? Oh, da ist eine Vollrüstung. Warte mal, dann haben wir volle
Sehr gut, ey. Volle Power. Volle Rüstung. Ja. Volle Power, ey. Jetzt geht's los. Oh, da ist noch ein Dicker. Vorsicht. Yeah, einer mit viel Rüstung. Pass auf, das ist ein Dicker. Das ist ein Dicker, das ist ein Dicker. Boah, der ist tot. Noch einer. Wie so ein Amokläufer, ey. Voll, ey. Oh, da ist einer mit dem Rocket Launcher. Du musst nachladen. Fuck, warum ist denn die Tür nicht auf? Ach nee, da ist noch eine zweite Tür. Die ist ja oben. Okay. Alles klar. Okay, alles klar. Ja, easy, kein Ding. Ja, kein Ding. Gleich beim ersten Mal geschafft. Auf jeden Fall, ey. Wollen wir sonst hier kurz eine Pause machen? Würde ich auch sagen. Und Neil lauscht eh gerade an der Tür. Rennst, komm mal hier zu mir zurück, oder? Also hier in dem Raum. Und dann machen wir den Raum hier weiter. Nö, ich mach von hier vorne weiter, glaube ich. Ja, oder von da haben wir ihn. Und Neil, der guckt eh gerade ein bisschen deprimiert. Kann man alles die Taschenlampe klar, ausmachen? Ne? Oh, ich habe die Taschenlampe wieder nicht angehabt. Ach du Scheiße. Bin dann mal kurz weg, ne? Ja, wir sehen uns, Leute. Bis gleich. Huh, Spoiler in wenigen Sekunden.